unserem neuen Steinbruchmodell möchten wir Sie mit der Geschichte der Steinbrecherei, den verschiedenen Abbruchmethoden, der Bearbeitung und Verwendung sowie mit den verschiedenen Sandsteinarten in der Sächsischen Schweiz bekannt machen. An unserem Modell des Potsdamer-Steinbruchs werden wir Ihnen die historische Abbauweise beeindruckend und unter Ansprache Ihrer Sinne in einer besonderen Simulation präsentieren. In wenigen Sekunden beginnt die Sprengung. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie noch auf die Signaltöne hinweisen. Beim ersten Sprengsignal, einem langen Ton, sollten Sie sofort in Deckung gehen. Das zweite Sprengsignal, zwei kurze Töne, ist das Zeichen für die Sprengung der Stützen unter der hohlgemachten Wand. Nach dem dritten Sprengsignal, drei kurzen Tönen, ist der Sprengvorgang beendet. Danach kann die Verarbeitung des Sandsteines beginnen. Noch eine kurze, wichtige Warnung. Schreckhafte Personen sollten sich nach dem ersten Signalton im Bereich der Schutzgitter aufhalten. Wir hoffen, mit dieser Simulation Ihr Interesse an dem traditionellen Handwerk der Steinbrecherei geweckt zu haben. Auf unserer Tafel erhalten Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Sandsteinarten und deren Verwendung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei einem erlebnisreichen Rundgang in unserem Miniaturpark.